Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, unsere Politiker haben beschlossen, dass der Lockdown, den wir jetzt haben, der Lockdown Light, wie er immer so schön heißt, der wird verschärft ab kommenden Mittwoch. Das heißt, es werden die Schulen, die Kitas, der Einzelhandel wird geschlossen. Und in diesem Video wollen wir uns einfach mal genau anschauen, auf welche Argumente man sich berufen hat, auf welche Wissenschaftler, und wollen einfach mal ganz objektiv reinschauen, ob das denn so alles valide ist. Erstmal muss man sagen, dass dieser Lockdown, der jetzt kommt, der kam für viele nicht überraschend. Es gab ja auch schon vorher da Stimmen, die diesen harten Lockdown gefordert haben. So hat zum Beispiel Drosten gesagt, wenn man jetzt nicht nachschärft, dann droht ein monatelanger Lockdown mit massiven Folgen. Oder wir sehen ja auch im Spiegel, da schreibt man, zu hohe Infektionszahlen, zu viele Tote und jeder Tag zählt. Eigentlich müssten wir sofort das öffentliche Leben herunterfahren. Aber jetzt soll erstmal das Weihnachtsgeschäft laufen und dann sehen wir weiter in den Abgrund. Jetzt kann man natürlich sagen, dass Jens Spahn sich doch darauf berufen hat, dass man mit dem Wissen von heute einen Lockdown nicht wieder machen würde und man müsste keine Friseure, keinen Einzelhandel mehr schließen. Aber jetzt Anfang Dezember, da hat er dann gesagt, dass er die Schließung des Einzelhandels für möglich hält. Hier sehen wir auch wieder bei den Politikern dauernd widersprüchliche Aussagen nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wie schon beim Lockdown im März hat man sich diesmal wieder auf die Nationalakademie Leopoldina verlassen. Die haben jetzt am 8. Dezember eine Ad-hoc-Stellungnahme herausgebracht, wo sie einen harten Lockdown fordern. Dazu habe ich in der Welt einen spannenden Artikel gefunden, den ich jetzt mit euch durchgehen möchte. Der ist leider hinter der Bezahlschranke, aber ich will mal ein bisschen daraus vorlesen. Und zwar der Artikel heißt das Leopoldina-Desaster. Sie glaube an die Fakten, so Angela Merkel, als sie den harten Lockdown forderte. Doch das Leopoldina-Papier, auf das sie sich berief, genügt selbst einfachsten Standards nicht. Der Schaden, den die Wissenschaftsfunktionäre anrichten, ist immens. Eine Untersuchung. In der Generaldebatte im Bundestag am 9. Dezember hielt die Bundeskanzlerin es für notwendig, ihre Entscheidung für das Physikstudium zu erläutern, getroffen vor fast einem halben Jahrhundert. Sie habe in der DDR Physik studiert, weil man vieles außer Kraft setzen könne, nicht aber die Schwerkraft und auch nicht die Lichtgeschwindigkeit. Vermutlich wollte sie damit sagen, dass die Wissenschaft uns mit unumstößlichem Faktenwissen versorgt und, so könnte man vermuten, dass schon die junge Frau Merkel selbst gern zu denen zählen wollte, die solche unumstößlichen Wahrheiten erforschen, herausfinden und für die Gesellschaft bereitstellen. Und deshalb, so formulierte Angela Merkel flehentlich, sollten wir auch auf die Wissenschaft hören, wenn die uns empfiehlt, ab dem 14. Dezember die Schulpflicht auszusetzen, um vom 24. Dezember bis zum 10. Januar einen harten Lockdown zu akzeptieren. Wenn daraus nicht doch Mitte März wird, denn darauf läuft die Rede vom harten Winter letztendlich hinaus. Der Rat der Wissenschaft sei, so Merkel, in einem Dokument der Leopoldina zu finden, eine Stellungnahme, die insgesamt 7 Seiten umfasst, von denen die letzten beiden allerdings nur die Auflistung der Mitwirkenden gewidmet sind. Laut Christian Drosten, einem dieser Mitwirkenden, enthält das Papier allerdings keinen Rat, sondern eine deutliche und letzte Warnung der Wissenschaft. Wenn die Politik nicht auf diese Warnung höre, dann habe sie sich auch nicht mehr für die Wissenschaft entschieden. Über den buchstäblichen Sinn dieser Warnung kann man lange nachdenken. In jedem Fall muss jemand, der solche Warnung ausspricht, schon ziemlich fundierte Argumente in seiner Forderung liefern. Die Argumente, die das offenbar unter hohem Zeitdruck entstandene Papier an die Hand gibt, sind allerdings fast ausschließlich Autoritätsbeweise. Das ganze Dokument enthält lediglich 2 Verweise auf wissenschaftliche Studien. Dafür wird genau ausgeführt, welche Funktionen im Wissenschafts- und Medizinbetrieb die Mitglieder der Arbeitsgruppe einnehmen, die als Mitwirkende aufgeführt sind. So, wir sehen also hier wie immer Autoritätsargumente. Man sagt, die und die Wissenschaftler sagen das, deswegen müssen wir das machen. Wenn ein wissenschaftliches Dokument dieser Kürze überhaupt sinnvoll zu einem aktuellen Geschehen Stellung nehmen soll, dann müsste es umfangreich auf gesicherte Studien verweisen und deren Gültigkeitsbereich und Aussagekraft für die Situation hier in Deutschland wenigstens andeutungsweise belegen. Die sogenannte Ad-hoc-Stellungnahme der Leopoldina ist aber alles andere als ein wissenschaftliches Dokument. Sie ist auch keine wissenschaftliche Zusammenfassung eines Forschungsstandes. Sie ist ein Sammelsurium von sorgenvollen Aussagen über die aktuelle Situation, kombiniert mit einigen drastischen Vorschlägen, die ihre Autorität darauf ziehen sollen, dass die Autoren nun einmal in leitenden Funktionen im Forschungsbetrieb tätig sind.
Der wissenschaftliche Gehalt ist so gering, dass wohl jede aufmerksame Zeitungsleserin, jeder Tagesschau-Zuschauer und jede internetaffine Gymnasiallehrerin den Text hätte verfassen können, einschließlich der Diagramme, die den Infektionsverlauf in Irland und in Deutschland miteinander vergleichen. Eine Grafik, die der Autor dieser Zeilen innerhalb von weniger als einer Minute auf einer bekannten Datenplattform zusammenklicken könnte. Ja, diese Datenplattform wollen wir uns gleich nochmal genauer anschauen und mal schauen, was man da auch rausziehen kann. Und dann geht der Autor darauf ein, dass man hier aus Korrelation keine Kausalität ableiten kann und das, obwohl schon die täglichen Infektionsverläufe innerhalb Deutschlands trotz gleicher gesetzlicher Regelungen und gemeinsamer Maßnahmen höchst unterschiedlich sind. Obwohl es für die Unterschiede etwa zwischen Rostock und Dresden, zwischen Münster und Osnabrück, zwischen den Landkreis Lüchow-Dannenberg und Stendal, zwischen den Bundesländern Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt nirgends eine plausible Erklärung gibt. So, da geht der Autor dann auf diese Kontaktreduktion drauf ein und kommt zu dem Schluss, die Aussage der Darstellung müsste sich ja wenigstens aus den Daten des Infektionsverlaufes unter dem Lockdown-Light plausibilisieren lassen. Die Stellungnahme sagt aber nichts dazu, warum das mit dem Teil-Lockdown überhaupt nicht funktioniert hat. Der Schaden, den die Funktionäre der Wissenschaft damit anrichten, ihre eigene Unwissenheit in der Zeit der Pandemie nicht offen einzugestehen, ist unermesslich. Gerade mit Hinblick auf die weiteren großen Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft steht. Es käme darauf an, deutlich zu sagen, wie groß die Unsicherheit über Ursachen und Wirkungen bei der Verbreitung eines Virus ist. Hier sagt man dann, dass die Stellungnahme für keine der geforderten Maßnahmen irgendeine wissenschaftlich belastbare Quelle nennt. Sie gibt auch keine wissenschaftlich gesicherten kausalen Zusammenhänge an. Nichts wird nachvollziehbar belegt, geschweige denn, dass die Stellungnahme, wie es in der Klimaforschung üblich ist, angeben würde, welche Sicherheit die einzelnen wissenschaftlichen Aussagen haben und wo noch Unsicherheiten bestehen. Hier genau das Gleiche wie überall anders. Wie auch beim Klima sagt man dann, unsere Maßnahmen wirken. Wir wissen, wenn wir hier nur da und da eingreifen, dann wird das und das dabei rauskommen. Dabei, wie der Autor hier schon sagt, müsste man eigentlich ganz offen eingestehen, dass man eigentlich überhaupt nicht weiß, was man macht. Man hat gar keine Evidenz für die Maßnahmen. Aber wie gesagt, von den gleichen Politikern, die genau wissen, wie das Klima 2050 aussieht und was man da jetzt für Maßnahmen ergreifen muss, damit das Klima in 2050 so und so sein wird, was soll man von denen anderes erwarten? Die übrigen Forderungen auf der zweiten Seite sind lange schon Teil der Realität. Sie werden seit Monaten diskutiert und praktiziert. Wenn die Wissenschaft jetzt etwa betont, dass Homeoffice umgesetzt werden soll, müsste sie entweder zeigen, dass dies bisher nicht geschehen ist oder erklären, warum dies zusammen mit den anderen Maßnahmen, die längstgängige Praxis sind, nichts gebracht hat. Wenn das Dokument etwa behauptet, dass alle Gruppenaktivitäten im Bereich von Kultur und Sport eingestellt werden müssten, fragt man sich überraschend, von welchen Aktivitäten hier überhaupt gesprochen wird, wo seit Anfang November alle Aktivitäten dieser Art selbst im Freien doch untersagt sind. Schuldig bleibt die Stellungnahme natürlich wieder einen Verweis auf eine Studie, die die Gefahr einer Ansteckung etwa beim Lauftreff im Wald oder beim gemeinsamen Yoga auf der Wiese belegen würde. Wenn Wissenschaft derzeit meint, in Ad-hoc-Stellungsnahmen der Gesellschaft Vorschriften machen zu können, ohne wenigstens andeutungsweise zu zeigen, wie sie ihre letzte Warnung begründen und hinsichtlich der Wirksamkeit belegen kann, verrät sie ihren eigenen Anspruch an wissenschaftliches Arbeiten. Das wird ihrem Einfluss in der freien Gesellschaft am Ende viel mehr schaden, als es kurzfristig nützen kann. Und das ist für die aufgeklärte Gesellschaft, die Merkel doch beschworen hat, am Ende ein Desaster. Also in diesem Leopoldina-Papier beruft man sich einfach nur auf Autoritätsargumente. Man belegt seine Aussagen überhaupt nicht mit irgendwie Zahlen, Daten, Fakten. Dabei, wenn man sich die Zahlen, Daten, Fakten genau anschaut, dann kann man da zu einem ganz anderen Ergebnis kommen. Ja, und dazu wollen wir uns jetzt einfach mal die Todeszahlen anschauen mit genau der gleichen Quelle, Our World in Data, was auch das Leopoldina-Papier macht. So, hier bin ich einfach mal reingegangen, habe mir die Zahlen für Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich angeschaut. Und da sieht man ganz klar, obwohl man in Italien, Spanien und Frankreich viel härtere Maßnahmen hatte, ihr kennt vielleicht auch die Bilder aus Spanien oder ihr wisst aus Spanien, dass die Leute da wochenlang zu Hause eingesperrt wurden. Man durfte nur für 1-2 Stunden zu Hause rausgehen. In Frankreich hat man jetzt auch seit mehreren Wochen schon nachts eine Ausgehsperre ab 9 Uhr. Da habe ich diese Tage noch mit einem Freund aus Paris drüber geschrieben. Und hier sieht man, obwohl diese Länder viel härtere Maßnahmen hatten, hatten sie viel mehr Tote auf die Einwohnerzahl gerechnet. Wir sehen hier unten, ist Deutschland,
Hier ist Italien, da ist Frankreich, da ist Spanien. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, in Frankreich, Spanien, Italien, ich weiß gar nicht, wie es da genau aussieht. Wie gesagt, in Frankreich hat man jetzt eine Ausgehsperre verhängt. Jetzt kann man natürlich sagen, guck mal, dieser Abfall der Todesfälle, der hat damit zu tun, dass die jetzt die Ausgehsperre haben. Aber eine Korrelation ist keine Kausalität und das sieht auch nochmal ganz anders aus, wenn wir uns dies hier anschauen, wenn wir zu dieser Grafik die Todeszahlen aus Belarus und Schweden dazu nehmen. Wie ihr wisst, Schweden, die gehen den berühmten Sonderweg, da gibt es kaum irgendwelche Einschränkungen, keine Maskenpflicht. Die Schulen haben noch offen, in Belarus genauso. Der böse Diktator in Belarus, der Wasserwerfer gegen friedliche Demonstranten einsetzt. Wenn man hier sieht, die Todeszahlen sind jetzt gerade aktuell viel, viel geringer. In Schweden sind sie gerade am Steigen, aber wer weiß, wie es mit Lockdown ausgesehen hatte. Also wenn man hier mit klarem Menschenverstand reinschaut, dann sieht man schon, dass man bei dem Lockdown, bei der Wirksamkeit des Lockdowns da nicht unbedingt eine Korrelation sehen kann. Und wenn man keine Korrelation sehen kann, dann kann man auch keine Kausalität ableiten. Aber es gibt da natürlich auch viele Studien, die sich gegen einen Lockdown aussprechen. Da wollen wir einfach mal in dieses Video hier reinschauen, was ich zu Rezo gemacht hatte. So haben zum Beispiel zahlreiche Studien die Unwirksamkeit der Maßnahmen belegt. Die Studien kommen zum Beispiel aus Oxford, aus Israel und von JP Morgan, vom amerikanischen Militär, dem National Bureau of Economic Research oder jetzt ganz aktuell von der Expertengruppe um Schrappe, Gleske und Püschel, die den November-Lockdown als sinnlos, opferintensiv und von zweifelhaftem Erfolg bezeichnen. Die Experten gehen auch genauso wie der Epidemiologe John Ioannidis von der Stanford University, der übrigens zu den meistzitierten Wissenschaftlern der Welt gehört. Der hat auch von Anfang an gewarnt vor diesen Maßnahmen, die man da ergreift. Ja, und er geht in einer Metastudie, die auch von der WHO veröffentlicht wurde, von einer hohen Dunkelziffer bei den Infizierten aus, womit Corona dann nicht gefährlicher als eine Grippe ist. Ja, gegen diesen Lockdown, den wir gerade haben, hat sich nicht nur die WHO ausgesprochen, sondern auch die Vertreter von bedeutenden Ärzteverbänden mit knapp der Hälfte aller deutschen Ärzte, mehr als 12.000 Wissenschaftler mit der Great Barrington Declaration oder auch der Epidemiologe Stefan Willig von der Charité in Berlin, der im Gegensatz zu seinem Kollegen Drosten Experte für die Verbreitung von Viren ist. Auch er hält den Lockdown für überzogen. Es gibt keinen einzigen seriösen Wissenschaftler, der das Gegenteil behauptet. Oder hier haben wir auch den Herausgeber des angesehenen BMJ. Das ist einer der größten und bekanntesten Medizinzeitschriften der Welt. Der redet von einer staatlichen Korruption im großen Stil und dass die Politik keineswegs auf die Wissenschaft höre, sondern sich herauspickt, was in die politische und wirtschaftliche Agenda passt. Wissenschaft werde zum politischen und finanziellen Gewinn unterdrückt. Da gibt es jetzt natürlich noch viel mehr zu sagen. Ich verweise dann nur auf meine Playlist hier, wo ich ganz viele Videos zu Corona gemacht habe. Vor allem da auch das Video mit dem Hamburger Bürgermeister. Dieses Video wurde übrigens von YouTube gesperrt, weil es medizinische Falschinformationen enthält. Beurteilt gerne selbst, inwiefern es Falschinformationen behält. Ich glaube, seriöser als die Quellen, die ich angegeben habe, geht es eigentlich nicht. Insofern kann man eigentlich sagen, alles, was dem Wahrheitsministerium widerspricht, wird bei YouTube ganz schnell gesperrt. Das Video ist jetzt übrigens zum Glück wieder online. Meine Kanallöschung ist auch abgewendet worden. Aber das nur, nachdem ich einen Anwalt eingeschaltet habe und ja ein bisschen Geld in die Hand genommen hatte. Ja, und wenn man jetzt natürlich so einen Lockdown macht, dann muss es natürlich auch irgendwie eine Abwägung zwischen Nutzen und Risiken geben. Man ist ja, wenn man den Lockdown hat, dann sagt man, okay, wir wollen jetzt hier die Überlastung der Krankenhäuser verhindern. Dazu gleich auch nochmal mehr. Aber natürlich, da gibt es alle möglichen Nebenwirkungen wie verschobene Operationen, Suizide gehen durch die Decke, häusliche Gewalt geht durch die Decke, psychische Probleme allgemein. Letztendlich, es gibt da alle möglichen Nebenwirkungen, natürlich auch Existenzen, die zerstört werden, wirtschaftliche Schäden. Da muss man das irgendwie abwägen. Und wenn wir uns das anschauen, das hat es auch schon beim ersten Lockdown nicht gegeben. Das hat der BMI-Leak verraten. Da hat ein hochrangiger Mitarbeiter des BMIs, also des Bundesinnenministeriums, hat damals gesagt, dass die Regierung sich als größter Produzent von Fake News erwiesen hat und dass der Lockdown komplett unverhältnismäßig sei und dass es da niemals eine
Kosten-Nutzen-Abwägung gegeben hat. Und dieser Mann hätte es wissen müssen, wenn es da eine Abwägung gegeben hätte. Und zwar ist das Stefan Kohn, der Oberregierungsrat im BMI. Dazu schreibt die Bild-Zeitung: Kohn ist zuständig für Analysen der kritischen Infrastruktur, wozu neben Stromnetzen und Wasserwerken auch die medizinische Versorgung gehört. Seine Fakten sind unwidersprochen. Leider ist dieser Bildartikel wieder hinter der Bezahlschranke, wie das so oft der Fall ist bei guten Artikeln. Geht da gerne bei Telegram vorbei, abonniert da unbedingt auch meinen Kanal. Ihr wisst, es wird hier immer mehr zensiert. Ja, und dieser Mann, was ist mit ihm passiert? Er wurde vom Dienst suspendiert. In den Medien wurde er auch als Spinner hingestellt, der da irgendwie eine verrückte Einzelmeinung vertritt. Da ist die Bild-Zeitung, die waren Anfang des Jahres meiner Meinung nach, meinem Eindruck nach, war das die einzige Zeitung, die noch einigermaßen neutral und kritisch berichtet hat. Alle anderen, wie gesagt, haben ihn als Spinner hingestellt, obwohl er da auch sich auf zahlreiche Experten berufen hat. So schreibt zum Beispiel die Bild-Zeitung: zentrale Figur und Kronzeuge für Kohns Warnung, Professor Peter Schirmacher, Chef der Pathologie an der weltberühmten Uni Heidelberg und Mitglied der Leopoldina Akademie. So, hier auch wieder Leopoldina, haben damals sogar davor gewarnt, haben gesagt, Lockdown, völlig unverhältnismäßig. Habt ihr irgendwas von diesen BMI-Leaks in den Medien gehört? Ich glaube nein. Kohn hat da übrigens in einem Papier gesagt, dass er mit seinen Kollegen im BMI über den Inhalt des Papiers gesprochen hat und er hat kaum jemanden gefunden, der ihm da groß widersprochen hat. Alle waren seiner Meinung, aber natürlich hat da kaum jemand den Mund aufgemacht. Alle haben sich weggeduckt. Das ist auch das, was wir jetzt zum Beispiel bei dem Paul-Ehrlich-Institut bei der Impfung immer hören, dass da viele Leute darüber Bescheid wissen, dass da jetzt im Schnellverfahren irgendwelche Zulassungsverfahren durchgedrückt werden, obwohl das absoluter Unsinn ist. Dazu auch nochmal hier die Quelle von Stefan Hockerts, habe ich unten verlinkt. Übrigens ist auch, wenn man sich dieses Leopoldina-Papier anschaut, worum es gerade geht, wenn man da mal den letzten Satz sich anschaut, da steht: Wenn diese Maßnahmen konsequent umgesetzt werden, können viele zusätzliche Todesfälle und schwere Krankheitsverläufe vermieden werden. Dann gibt es am Ende dieses Pandemiejahres gute Gründe, hoffnungsvoll auf das kommende Jahr zu blicken, in dem Impfstoffe helfen werden, bei der Eindämmung der Pandemie ein großes Stück weiterzukommen. Es gilt, entschlossen und solidarisch zu handeln. Wie der Autor bei der Welt auch schon gesagt hat, das hört sich überhaupt nicht an, als wäre das ein wissenschaftliches Dokument, sondern als wäre das von Politikern verfasst. Es hört sich einfach wie politisches Blabla an, ohne irgendwelche Quellen, ohne irgendwelche Belege, ohne Zahlen, Daten, Fakten. Oder wenn wir uns zum Beispiel hier auch mal die Initiative für Qualitätsmedizin anschauen, die haben sich die Zahlen aus vielen verschiedenen Krankenhäusern gezogen, von Januar bis Oktober. Und demnach gab es im Vergleich zum Vorjahr 15,6% weniger Atemwegserkrankungen, 8,2% weniger Beatmung, 7,5% weniger Patienten, die nach der Beatmung gestorben sind. Und es war zu keinem Zeitpunkt ein Kapazitätsengpass messbar. Und ganz wichtig in diesem Bericht war auch, dass sie gesagt haben, dass nur ein Viertel aller auf Corona Behandelter auch einen positiven Corona-Test haben. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich oft in den Kommentaren und aus meinem Umfeld gehört habe von Schwestern, die auf solchen Intensivstationen arbeiten. Zum Beispiel eine hat mir geschrieben, dass bei ihr auf der Station jemand auf Corona behandelt wird. Der hatte bislang aber 5 Corona-Tests, alle waren negativ, man behandelt ihn aber trotzdem weiter, weil man denkt, er hat Corona. Und das ist auch das, was Carrie Mullis auch schon damals bei HIV gesagt hat. Die Wissenschaftler, die Ärzte, die sind genauso wie du und ich Menschen, die schauen die Mainstream-Medien, die lassen sich von den Medien verrückt machen, schauen sich aber nie groß irgendwie die Evidenz an oder auch alternative Meinungen. Ja, und das führt dann natürlich auch dazu, dass Leute unnötig oft beatmet werden, dass sie vielleicht auch falsch therapiert werden. Dazu hat zum Beispiel hier der Vorsitzende des Verbands der pneumologischen Kliniken gesagt: Wir müssen bei Covid-19 von der künstlichen Beatmung absehen. Es sei unglaublich schwierig, zwischen einer Grippe und Corona zu unterscheiden. Diese Probleme soll es vor allem in Italien und in New York gegeben haben. Das sagt zum Beispiel die von der WHO veröffentlichte Metastudie von John Ioannidis, dass unnötige mechanische Beatmung und Hydrochloroxin zu vielen Toten beigetragen haben. Auf die Falschbehandlung mit Medikamenten von Corona-Patienten gehen auch die beiden Autoren von Viruswarn, Thorsten Engelbrecht und Klaus Köhnlein, in diesem Artikel sehr genau drauf ein.
Übrigens habe ich von diesem Bericht der IQM weder bei der Tagesschau noch beim ZDF, beim Spiegel oder bei der Zeit irgendwas gefunden. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Öffentlich-Rechtlichen, die sind ja sowieso relativ regierungsnah, alleine dadurch, dass der Staat für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Zwangsbeiträge einzieht. Da ist dann zum Beispiel die ARD-Programmdirektorin, die ist die Tochter von Herrn Schäuble und die Ehefrau vom Innenminister in Baden-Württemberg. Da mag man jetzt natürlich sagen, ja, die Öffentlich-Rechtlichen, natürlich sind die nicht ganz so neutral, wie man vielleicht erwarten würde, aber die vierte Gewalt im Staat, das sind doch die freien Medien, die müssen doch unabhängig berichten. Leider, wie gesagt, beim Spiegel, bei der Zeit habe ich nichts von dieser IQM gefunden, von dem Bericht, der wirklich sehr, sehr wichtig ist. Der müsste eigentlich überall in den Medien sein, ist es aber nicht. Und zwar, das ist auch kein Wunder, wenn man sich das anschaut, dass diese ganzen Medien Steuergelder in Millionenhöhe vom Gesundheitsministerium und vom Wirtschaftsministerium erhalten. Ja, da kann man jetzt natürlich sagen, ja, das liegt doch alles nur in den Maßnahmen, dass wir weniger Tote haben, dass wir weniger akute Atemwegsinfektionen haben. Aber nein, genau das Gleiche sagt das RKI auch. Also für diejenigen, die sagen, das IQM ist ja nicht seriös, schaut hier mal rein, was das RKI sagt. Und zwar sieht man da hier bei der Arbeitsgemeinschaft Influenza, akute Atemwegserkrankungen, da sieht man die blaue Linie, das sind die akuten Atemwegserkrankungen 2019, 2020. Da sehen wir, der Lockdown ist in Kalenderwoche 13 gewesen. Es war sogar vor dem Lockdown, waren die Entwicklungen hier deutlich unter vor allem den Jahr 2017, 2018. Das ist die hellblaue Linie hier. Oder jetzt hier 2020, 2021, sozusagen die Influenza-Saison ist auch überhaupt nicht auffällig. Da ist hier auch wieder 2017, 2018 viel, viel auffälliger. Und wie gesagt, das hat garantiert nichts mit den Maßnahmen zu tun. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber doch die Intensivstationen, die drohen doch immer mehr ausgelastet zu sein. Wir müssen doch die Maßnahmen machen. Aber wenn man sich das hier mal anschaut, dann war es auch schon immer so. Dann war es jedes Jahr im Winter, zur Grippesaison war es so. Da gab es dann einfach nur kein Dauerfeuer in den Medien, wie wir das heute bei Corona sehen. Schaut auch gerne mal in dieses Video von Gunnar Kaiser rein. Der hat da nochmal ein paar Videos zusammengeschnitten. Man sagt ja immer, diese Notlage, die sich da gerade mit den Intensivbetten anbahnt, die hat vor allem damit zu tun, dass es an Personal mangelt. Da kann man sich auch mal fragen, warum man denn nicht auf 10.000 freiwillige Helfer zurückgegriffen hat, die sogar eine medizinische Ausbildung haben. Als Fazit kann man auf jeden Fall wieder sagen, es gibt hier sehr, sehr viele Ungereimtheiten. Die Wissenschaft, auf die man sich beruft, ist nicht valide. Es gibt da keine Evidenz, sondern ganz im Gegenteil. Wenn man sich ganz genau die Zahlen, Daten, Fakten anschaut oder die ganz einfache Korrelation, dann sieht man da auf keinen Fall, dass die Maßnahmen was bringen, sondern genau eher das Gegenteil. Das verschweigen uns aber die Politiker. Die haben auch offenbar wieder keine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt. Insofern teilt dieses Video unbedingt mit Familie, mit Freunden, mit Bekannten, die immer noch dran glauben, dass diese Maßnahmen irgendwas mit Wissenschaft zu tun haben. Die Politiker sagen ja auch immer, die Wissenschaft ist sich einig, die Mehrheit der Wissenschaftler. Nein, es gibt da keine Mehrheit. So, also, das war's von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.